Es geht weiter munter fröhlich. So, was haben wir gestern vergessen? Hallo. Erstmal hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, unsere Banane. Da war ja nicht mehr viel Wasser drin, ne? Irgendwie habe ich es dann verpeilt, ihr noch was zu geben. Kleine Pfütze ist ja unten noch drin, also von daher war sie noch versorgt. Plupp und weg damit. So, denn sie bekommt jetzt einfach mal neues Wasser. Aufgedüngt, wie wir das schon kennen. Die schwächere Variante, das ist die. Ja, genau. 600. 600. So, oh mein Gott, die sieht so schön aus. Das ist schon richtig crazy. So, ich fülle mal hier Wasser rein, so dass die Wurzeln komplett bedeckt sind. Und die ist schon interessant, ne? Also ich habe hier nicht nachgegossen, sondern jetzt gewartet, einfach bis das Wasser fast verbraucht war. Ist aber ganz klar abhängig von der Größe der Pflanze, Größe des Topfes, Menge des Wassers im Verhältnis gesehen. Es muss schon so zusammenspielen, dann klappt das auch, ne? So, jetzt weiß ich allerdings nicht, auch ist schwer, also reichen. So, okay, die haben wir versorgt. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Schätzchen. Und zwar, siehst du noch gar nicht, ne? Ja, die Avocado, die wir vor kurzem gemeinsam mal wieder zurückgeschnitten hatten. Mal wieder wohlgemerkt, denn das machen wir kontinuierlich bei dem Schätzchen, um sie klein zu halten. Trotz alledem möchten wir sie ordentlich versorgen. Nein, ich lasse sie da stehen. Ich zeige sie dir jetzt. Es sieht einfach nur fantastisch aus. Der Lichuza-Topf, den wir zwecksentfremdet haben, als einfachen Wasserbehälter. Ja, klasse Sache, muss ich sagen. Harmonisch das Ganze sogar. Das sieht richtig cool aus. So, wir kommen auch gleich zu der Monstera Thai Constellation, denn da gibt es eine kleine Veränderung. Da gucken wir auch etwas genauer nach dann tatsächlich. Aber zunächst sagte ich ja, wir gucken uns mal ja, die Avocado an, die man jetzt gar nicht richtig sehen kann. Also mache ich einfach mal gleich eine andere Einstellung. Die Avocado befindet sich im Austrieb, wie wir sehen. Das heißt, wir müssen sie auf jeden Fall gut versorgen. Das ist schon ganz wichtig, ne? Und hier werden wir das, ja, da werden wir sehen, ne? Ups, I'm so sorry. Das werden wir jetzt sehen, wie wir das Ganze handhaben. So, wir hatten sie zurückgeschnitten, da. Okay, ich drehe mal kurz, mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Ja, bekommen wir, wunderbar. Wir sehen hier tatsächlich auch schon kleine Knubbel, also sie befindet sich wieder im Austrieb hier im oberen Bereich, aber nicht nur. Denn, tada, sie kommt tatsächlich von unten, wunderbar. Das können wir hier sehen. Hier kommt eine wunderschöne Knospe, die jetzt gerade im Schatten steht. Also auch das hat genial funktioniert. Die Stippen übrigens, die jetzt hier dran sind, die schneiden wir noch nicht ab. Wieso habe ich denn jetzt Wasser auf der Hand? Okay, auf dem Finger. Die schneiden wir nicht ab. Die lassen wir so, wie sie sind. Wir lassen das hier trocknen. Irgendwann nehmen wir es ab. Wenn es denn soweit ist, nehme ich euch mit. Aber das ist jetzt einfach noch zu früh. Denn es kann sein, wenn wir das jetzt glatt zurückschneiden, wo wir denken, oh, das ist das schön verheilt, dass das Ganze nochmal zurücktrocknet, ne? Je nachdem, wo der Saftzug hingeht. Von daher belassen wir das einfach noch so, wie das ist und machen dann auch gar nichts dran. Ja, okay, was wollten wir jetzt gemacht haben? Ach so, sie versorgen, das machen wir dann jetzt auch. Hey, lol. Die Avocado, ich habe schon gemessen heute Morgen, wir haben 1500 Mikrosiemens pH 6,4. Da stand noch Wasser drin, von da konnte ich das noch nachmessen. Die Pflanze sieht gut aus, wachstumsmäßig ist wenig da, das heißt, wir sollten nicht zu viel gießen und düngen, denn irgendwann steigt der Wert einfach zu hoch und das wäre natürlich sehr fatal für die feinen kleinen Wurzeln. Und das möchten wir nicht, ne? Da nicht viel Blatt da ist, machen wir was genau. Wir gießen heute die schwächere Variante hier durch und spülen das Ganze auch einmal. Ich hoffe, er läuft mir jetzt nicht über. Wenn doch, ist auch egal, steht ein Handtuch drunter, ist okay. So, das gieße ich jetzt raus und dann gieße ich nochmal einen kleinen Schluck hinterher. Kriegen wir das hin? Wir kriegen das hin, wir schaffen das. Jawohl, siehst du, ne? Ganz klasse. Toll, yippie, so, raus mit der Suppe, dann haben wir sie durchgespült, das sollte man tatsächlich bei Babys beherzigen, ist definitiv so, ne? Bei Pflanzen, so wie bei der Banane, die alles verballert, alles verbraucht, ist das unwichtig, fast schon, aber Babys schaffen das nicht, ne? Wollen aber trotzdem gut versorgt sein, von daher besser durchspülen ab und zu und dann frisch was hinterher. Und schon haben wir sie wieder gut versorgt für etwas längere Zeit. Und sieht dann wirklich gut aus, muss ich sagen. So, Dalle, dann haben wir das Schätzchen fertig. Und jetzt kommen wir zu der Monstera Thai Constellation, die wir hier in reines Wasser gepackt haben. Das ist ja dieses, ja, nimm das Experiment, was du nicht machen solltest. Ne? Das kennst du noch bestimmt, ne? Wenn du aufgepasst hast oder zugeschaut hast die Tage. Das heißt aber, hier muss ich ein kleines bisschen verändern, denn wir haben ja in der Thematik Wasser unter Druck. Genau.
Und das hatten wir bei der nicht gemacht, weil ich kein Wasser unter Druck hatte. So schaut's aus. Ohne Holzkohle, ohne Desinfektion oder sonst irgendwas. Wir hatten das ja abgeschnitten mit einem scharfen Messer. Wir sehen auch hier unten, da kommt eine neue Wurzel, die sich schon entwickelt. Also das sieht soweit schon mal ganz gut aus, aber hier im Rheinwasser ist es nur so, ja, der pH-Wert geht hier natürlich ganz schnell runter und von daher sollte man hier zwischendurch das Wasser einfach mal wechseln, was wir jetzt in dem Zuge auch machen. Und in dem Zuge werden wir auch tatsächlich dann Wasser, was wir unter Druck gesetzt haben, einfüllen dieses Mal, um Sauerstoff hier reinzubekommen. Denn das Gefäß ist nur auch sehr hoch, ne? Und von daher ist es, denke ich mal, schon ratsam, da auch für ordentlich Sauerstoff zu sorgen. So, mehr kriege ich jetzt nicht hier drauf. Lol. Ja, okay, das machen wir jetzt mal justus. Übrigens, düngen hier jetzt? Nein, noch nicht. Hier tatsächlich, wie wir es vorher auch immer gemacht haben, mit reinem Wasser. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier Dünger dazu tun? Die Pflanze wächst wunderbar. Nein, wir würden dadurch das Wurzelwachstum hemmen. Und wir wollen ja, die Pflanze ist schon relativ groß, ne? Und wir möchten, dass sie viele Wurzeln macht. Und das geht nur dann, wenn wir keine Nährstoffe verwenden oder aber gegebenenfalls sehr, sehr wenig, ne? Vielleicht dann dazu. Aber das ist jetzt erstmal zur Wurzelbildung unwichtig. Aber was schon wichtig wäre, ist die Tatsache, dass ich hier Sauerstoff reinbringen möchte. Warte mal, ich könnte das Wasser hier mal umfüllen, hier in den sauberen Becher. Und gleich mal gucken, wie das aussieht. So, wir wissen schon, Monsteras mögen zwar einen neutralen pH-Wert, ne, bei 7. Ja, das ist wohl wahr. Aber die Erfahrung ist dann doch besser, ne? Das heißt, die Erfahrung, die ich gemacht habe, im reinen Wasser bewurzelt tatsächlich alles besser. Wir haben so ein paar Versuche nebenbei am Laufen, aber ich bin ganz ehrlich, das ist Hampelei und Tralala. Am besten geht es wunderbar tatsächlich im reinen Wasser. So, ich habe hier Wasser unter Druck gesetzt, vor längerer Zeit, gestern schon. Und das befülle ich jetzt, oder fülle ich jetzt hier rein, also das Gerät, ja nein, das Glas befülle ich in dem Sinne, aber nicht zu viel, ne? Denn wir wollen ja nicht, dass die ganze Pflanze komplett unter Wasser steht. So, das reicht aus, dass der untere Teil halt jetzt wieder versorgt ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier gleich erleben werden. So, nicht vergessen, unter Druck setzen, sonst funktioniert das nicht, ne? Sonst kommt nämlich auch nichts raus. So, dann setzen wir mal das pH-Messgerät an seinen Platz und lassen uns gleich überraschen, was wir drin haben am Mikrosiemens-Wert. Den nehmen wir jetzt sofort schon mal mit, weil es sofort machbar ist. So, der liegt bei, das ist aber sehr überraschend, muss ich sagen, bei knapp 90. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß es jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich, wird die Pflanze wohl etwas abgegeben haben und oder aber ich habe irgendwas verkehrt gemacht oder was anderes gemacht. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich etwas anders gemacht habe. Das Glas war sauber und ich meine, wir hätten reines Wasser verwendet, ne? Ja, logisch, sonst wäre der Mikrosiemenswert auch viel höher. Also das ist soweit okay. Also hat die Pflanze tatsächlich was ans Wasser abgegeben. Aber da bin ich gleich mal gespannt, wie das aussieht. Wobei, ja, nee, nicht wobei. Ist Tatsache so. Ich wollte noch was jetzt just gemacht haben, bevor wir eine andere Einstellung machen. Ach so, ja, hier checken wir jetzt auch. Warte mal, ich habe einen zweiten Becher noch. Ja, damit es flotter geht, ne, sollte man einfach mehrere Becher nehmen, dann geht das einfacher, ne? So, dann gießen wir hier auch mal einen Schluck rein und messen hier gleich nach, wie das aussieht bei unserer neuen Pflanze, die wir haben, geschenkt bekommen. Und zwar den Philodendron Florida Beauty. Die Beauty macht ganz andere Blätter als die Ghost. Aber bis wir hier in die Vermehrung gehen, das dauert noch ein bisschen. Ne? Aber sie ist wunderbar am Wachsen. Auch hier zwischen die Wasserwechsel ist tatsächlich die beste Sache im Wasser. Lol. Oder auch im Substrat. Oder auch in der Erde. Solltest du auch zwischendurch einfach mal durchspülen. Ich weiß, das Thema wiederholt sich. Aber es ist so, wie es ist, seitdem wir das machen. Wachsen die Pflanzen besser, sie sind glücklicher und wir dementsprechend auch. Ich meine, guck's dir an. Ne? Das ist also kein Hokuspokus, sondern einfach mal machen. Und dann funzt das schon. Wir bekommen jetzt bei der Beauty, bei dem Philodendron, ja, einen Einblick in das Glas. Hier oben siehst du Wurzeln, die weiß sind, ne, die hängen an der Luft. Warum ist das so? Weil das Wasser wir gerade rausgeholt haben, deswegen. Ne. Aber mal kurz gesehen, wie das aussieht. Ja, das Wasser ist, ich gucke mal von oben, nicht grün, das ist glasklar. Das Grün, das ist halt an der Wandung von dem Glas hier. Das schadet der Pflanze überhaupt nicht, den Wurzeln schadet das auch nicht. Es funktioniert. Richtig gut, muss ich sagen. Also total klasse.
Gut, wenn man jetzt möchte, dass das Glas klar ist, dann würde ich dir raten, raus die Pflanze, Glas sauber machen, frisches Wasser und dann hast du es wieder sauber. Oder man kann auch, wenn denn man möchte, mit Wasserstoffperoxid arbeiten, das wissen wir schon, das haben wir alles durch das Thema. Aber es gibt halt auch andere Wege in dem Sinne. So, dass wir das mal von oben gesehen haben und dann fahren wir mal ein kleines Stück schon mal höher, dass wir mal sehen können. Ja, was sehen wir denn? Ja, die Pflanze, genau. So, hier oben bilden sich Luftwurzeln, die auch zu ganz normalen Wurzeln in der Erde werden oder im Wasser oder im mineralischen Substrat. Also das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ja, okay, also, Moment. Jetzt dummerweise, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hinbekomme. Doch, kriegen wir. Pass mal, ich nehme es einfach mal in die Hand. So, das ist das Blatt, was bei uns rausgewachsen ist, das allererste. Und das ist das zweite Blatt, was jetzt herausgewachsen ist, mit einer wunderschönen Panaschierung. Und wir sehen auch schon, dass die Spitze wieder im Austrieb sich befindet und bald ein neues Blättchen uns beschert. Das heißt, wenn das soweit ist, dann würde ich sagen, können wir den ersten Cutti machen. Ja, wir machen das ja jetzt in der Wasserkultur tatsächlich, die Vermehrung, also mit den Mutterpflanzen, weil es einfacher ist in der Pflege. Ja, das ist definitiv so. Und von daher gehen wir das so an. Und wenn das dritte Blatt bei uns gewachsen ist, dann werden wir einen Cutti schneiden. Ich kann es ja schon mal zeigen. Hier vorne, da befindet sich ein Auge. Wenn wir das sehen können. Ja, können wir, ne? Da befindet sich ein Auge. Und darüber werden wir das Schätzchen abschneiden, dass wir also zwei fertige Blätter haben. Auf jeden Fall. Gegebenenfalls auch drei, wenn es sein muss, weil wir wissen schon, Kopfstecklinge ergeben einfach die schönsten Pflanzen. Ja, das ist nun mal definitiv so. So, mit dem pH-Wert von der Monstera Thai Constellation, das dauert noch. Das Gerät war komplett irritiert. Der ist sofort auf pH 8 gesprungen und geht jetzt aber tücken, tücken, tücken runter. Ganz langsam. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Da wird wohl irgendwas im Wasser drin sein, was so die Reaktion hervorgerufen hat. Das kann ich jetzt aber nicht sagen, woran das liegt. Habe ich keine Ahnung. Ist definitiv so. Das erlebe ich jetzt auch zum ersten Mal, dass die Monstera Thai Constellation irgendwas ins Wasser abgibt, was das pH-Messgerät komplett irritieren lässt. Lol. Das. Nein. Das macht keinen Sinn mehr. Gut, ich könnte es jetzt noch eine halbe Stunde warten, bis sich das eingependelt hat, aber das dauert mir echt zu lange jetzt. Wir sind bei 6,9. Es geht langsam stetig runter. Das liegt wohl daran, weil wir eben nur Osmosewasser haben, ohne Kalk. Ohne Nährstoffe. Gut, die Pflanze hat irgendwas abgegeben ans Wasser, das konnten wir ja nachmessen. Aber das war es dann auch. Ne? Also, das dauert mir jetzt zu lange. Da müssten wir jetzt entweder einen Schluck Leitungswasser dazugeben oder ein ganz kleines bisschen Dünger, dass wir dann vielleicht einen passenden Wert erzielen, dann morgen in dem Sinne nachzumessen. Aber das macht jetzt keinen Sinn. Also, pass mal auf, das ist absoluter Blödsinn. Von daher belassen wir das jetzt so, lassen die Geschichte. Und beobachten das Ganze weiter, wie das miteinander reagiert. Erstmal ohne Nährstoffe, ohne Kalk. So, dann checken wir jetzt erstmal den Philodendron, den Florida Beauty. Und in dem Zuge holen wir dann auch schon mal das Wasser hier raus. Ich werde die Pflanze nicht rausziehen, weil ich mal Angst habe, so ein bisschen die Wurzeln wieder ordentlich reinzukriegen. Deswegen mache ich das jetzt einfach so, rüttel und schüttel das hier so ein bisschen. Aber langsam auch, nicht mit voller Kraft, sonst reißen wir uns die Wurzeln ab, ne? Mal gucken, was wir dann so an Grün so ein bisschen abkriegen hier. Kriegen wir nicht, ist aber nicht so schlimm. Okay, und dann raus damit. Und genau, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Fantastisch. Also das ist so genial, ne? Wasser, Nährstoffe und die passende Menge Kalk dazu. Also bei uns Leitungswasser, ne? Und was sonst noch drin ist in dem ganzen Kram. Und dann Funst, da wollte ich jetzt gemacht haben. Achso, da kommt jetzt die 600er Variante tatsächlich rein hier. Und befüllen wir das Glas so lange, bis alle Wurzeln wieder unter Wasser sind. Blub, blub und fertig. So, dann kann sie mutterfröhlich weiter wachsen. Bei gegebener Zeit werden wir das Ganze wieder wechseln. Also ich denke mal spätestens in einem Monat. Manchmal passiert es jetzt auch öfter, insbesondere dann, wenn wir nachsehen, wie die Pflanzen aussehen. So, wir haben pH-Wert von 6,7 ungefähr. Das ist okay. Kann ruhig ein kleines bisschen tiefer gehen, aber das ist. Können wir so belassen. Da braucht man nicht meckern. So, Mikrosiemenswert ist knapp 300, also hat die Pflanze auch gut was verbraucht. Wurde auch kontinuierlich mit der 600er Variante nachgegossen, wenn ich danach gießen musste. Und das war's. So, das war's jetzt mit der Florida Beauty. Und in dem Zuge schauen wir uns jetzt mal ganz schnell die Monstera Thai Constellation nochmal an. Wieso, weshalb, warum? Obwohl, ja, nee, doch, können wir schon. Das ist also, die Reaktion ist ziemlich krass. Also, das ist so genial.
dass man das in so kurzer Zeit mitnehmen kann, wie das aussieht. So, Becherchen sind sauber. Du kommst einmal auf deinen Platz und dann gucken wir mal nach. Innerhalb von ein paar Minuten, das waren jetzt höchstens 5 Minuten, ja, vielleicht waren es 10 Minuten, können wir tatsächlich schon eine Reaktion erkennen, wie sich dort die Luftblasen entwickeln. Also das ist schon ganz toll anzusehen. Ich drehe das mal so ein bisschen, das wird gleich noch mehr werden. Also das ist fantastisch, ne? Dass wir das also Wasser unter Druck setzen, dann dementsprechend dort Luft reinkriegen. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, ganz klarer Fall, ne? Weil es befindet sich natürlich auch viel Sauerstoff mit dabei. Und das ist natürlich nur genial für ja, die Pflanzen insbesondere. Aber das in der Thematik, da sind wir jetzt ganz am Anfang in dem Sinne noch, ne? Also das haben wir ja auch im aquaristischen Bereich so ein bisschen, wo wir das angehen, dass wir das Wasser unter Druck setzen bei 2 Becken mittlerweile. Ja, genau. Und auch das funktioniert tatsächlich. Alles fantastisch, also richtig grandios, das sehen zu können, ne? Auch die Reaktion dann. Es ist schon, ja, was soll ich nochmal sagen? Nochmal. Es ist fantastisch, also grandios tatsächlich. Ne? Okay, das hier wohlgemerkt im reinen Wasser, bei uns Osmosewasser. Du kannst auch destilliertes, sprich entmineralisiertes Wasser nehmen. Ja, okay, yippie, und dann schauen wir uns das ein paar Tage wieder an. So, und was ist das für eine Pflanze? Jawohl, eine Florida. Aber das ist nicht die Beauty, das ist die Ghost. Ja, also wirklich Ghost, also die macht so klasse Blätter. Die, wohlgemerkt, nicht weiblich, sondern die Menge, denn es sind 3. Die wir hier in der Bewurzelungsphase haben, auch im reinen Wasser, Wasser unter Druck gesetzt. Mittlerweile ist natürlich, ich gucke mal eben rein, ja, hier und da sieht man noch ein kleines Bläschen, ist nur schon ein paar Tage her. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt mal an. Hatten wir hier eigentlich schon gedüngt, weißt du das noch? Weil ich zeige ja eigentlich alles, was wir hier machen. Insbesondere bei diesen Projekten hier. Ich gucke mal eben rein, wie es aussieht. Ne, 30 Mikrosiemens. Ne? Also da wurde wohl noch nicht gedüngt. Und wenn denn, nur ganz wenig. So, und dann schauen wir uns jetzt mal an, wie sie dann im Wasser aussehen. Da können wir ja so nicht reingucken hier bei dem Gefäß. Ne? Tada, guckst dir an. Wunderbar, richtig klasse. Also es ist fantastisch. Ne? Und hier dürfen wir jetzt tatsächlich auch düngen, denn wir sehen hier feine Saugwurzeln auch. Ne? Das kannst du also in Spitzen erkennen. Mal gucken, das ist vorsichtig. Ne? Hier zum Beispiel. Ne? Das sieht schon klasse aus. Oder da. Ne? Ja, also mal eben die Blatthüllen hier rausnehmen. So, denn die braucht man nicht im Wasser. Die vergehen dann mit der Zeit. Das muss jetzt nicht unbedingt ins Wasser übergehen. Wenn denn, ist auch nicht ganz so tragisch, wenn man sowieso Wasser mal wechselt. Aber wenn gerade gesehen, nehmen wir es einfach mit. So, das wollte ich sagen. Okay, wir werden sie also neu versorgen heute. Also das ist so ein, ja, ein Prozess, ne, vom Abschneiden ins Wasser stellen. Wann fängt man an zu düngen, ne, und wann ist es soweit, dass wir sie dann abgeben können, beziehungsweise oder aber einpflanzen können. Das ist so, ja, der Werdegang, den wir jetzt komplett bei diesen Pflanzen hier mitnehmen. Wohlgemerkt in der Serie. Wie schaut's aus? Ja, gleiche Phänomen wie bei der Monstera. Vorhin, also pH-Check, das dauert eine halbe Stunde, bis da sich irgendwas einpendelt. Bedingt dadurch, weil wir hier halt nur Osmosewasser drin haben und da was nachzumessen, ist eigentlich fast unmöglich. Solange da keine Inhaltsstoffe drin sind, bringt uns das gar nichts. Ich nehme jetzt von der 600er Variante hier und gieße einfach einen kleinen Schluck mit dazu. Ne? Kleinen Schluck, wie gesagt, nicht zu viel auf einmal oder am Anfang vor allen Dingen. Ne? Später ein bisschen mehr, klar. Aber die Wurzeln sollen sich auch daran gewöhnen. Also von daher, die sollen ja weiter wachsen auch. Und trotz alledem möchten wir aber, dass die Pflanze so versorgt ist, dass die Blätter schön bleiben jetzt. Ne? Nicht, dass die plötzlich braune Flecken bekommen oder so. Also sind Nährstoffe schon wichtig. So, Mikrosiemenswert liegt bei knapp 200, nicht ganz. So, dann haben wir sie jetzt erst versorgt tatsächlich. Da ist auch ein Schluck Leitungswasser drin, wir wissen bei der 600er Variante. Ne? Also wir nehmen momentan 700 Milliliter Leitungswasser, 1300 Milliliter Osmosewasser und 2 Milliliter von dem Compo Complete. Auf 2 Liter, logischerweise. Ne? So, und dann kommen wir dann halt auf den Wert bei 600 ungefähr. Ja, das macht keinen Sinn, Osmosewasser zu messen. Das ist, weiß auch jedes Kind eigentlich. Ne? Aber es kann ja auch sein, dass vielleicht schon ein bisschen Dünger mal dazugekommen ist. Dann hätte man nämlich jetzt tatsächlich schon einen Wert, den wir messen können. Können wir aber noch nicht, da wir nur reines Wasser drin hatten. So, okay. Wie sieht es eigentlich mit dir aus, Schätzchen? Hier, das ist die Monstera Thai Constellation, der Stecki, wo ja damals, ja, der Austrieb mehr oder weniger nicht wirklich stattgefunden hat. Das Ding macht ganz interessante Erscheinungen, sehe ich gerade. Okay, da werde ich heute auch Wasserwechsel machen. Das ist besser hier, ja, um gegebenenfalls nochmal irgendwas zu erreichen. Ich stelle das schon mal hier hin und dann gucken wir sie uns jetzt nochmal an.
Und weiter geht's. Übrigens, das hier ist auch ein Philodendron, genauso wie das auch hier. Aber das ist ein Silver Sword und dieser Silver Sword steht nicht im Wasser. Der steht im Lavamulch. Ja, im Lavagranulat, Lavamulch, wie man das nennen möchte. So, nur mal kurz gezeigt, dass das Schätzchen auch hier eine kleine Pöttchen noch gibt. So, wie sieht das denn jetzt aus hier? Das möchtest du vielleicht sehen. Wenn nicht, dann kannst du es jetzt sehen, wenn du dabei bleibst. Ne? Ich gucke mal, dass ich jetzt das ungefähr hinbekomme, dass von der Lichtqualität passt. So, ich ziehe ihn mal raus hier und guck mal, die Wurzeln sehen richtig klasse aus. Ne? Fantastisch, wirklich wunderschön. Aber das Schätzchen wollte damals keinen Austrieb machen. Hier ist das Auge, wo eigentlich was hätte rauswachsen sollen, was halt nicht passiert ist. Ne? Und jetzt macht er hier in dem Bereich Lentizellen. Das sehe ich zum allerersten Mal. Das war die Lampe, dass eine Monstera so etwas macht. Wahrscheinlich ist sie irgendwie, ja, hat sie Not. Ich weiß auch nicht, inwieweit sie sich jetzt irgendwie helfen möchte oder wie auch immer. Ich bin echt mal gespannt, ob hier dann an dem Auge nochmal was rauswächst. Es war, soweit ich weiß, kaputt gegangen, aber es entwickelt sich etwas. Also Zellbildung ist da, aber eben wächst noch keine Pflanze heraus. Und das ist ja nur schon ein paar Monate alt, der Stecke hier. Ne? Aber man erlebt immer wieder mal Überraschungen. Hier ist er auch zum Teil damals zurückgefault. Das ist aber nicht ganz so tragisch. Insgesamt, ja, sieht das schon interessant aus. Auch hier entwickeln sich Lentizellen. Ja, okay. Also die Reise geht weiter mit dem Schätzchen. Wohin sie geht, das weiß ich allerdings noch nicht. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Das Blatt immerhin wird ja noch gut versorgt. Ne? Und von daher belassen wir es einfach hier weiter im Wasser und schauen die Dinge, die dann gegebenenfalls mal sich entwickeln werden. Ich hätte es fast vergessen, wir nehmen es trotzdem mit, denn auch hier sollten wir heute reagieren, einen Wasserwechsel machen. Das sollte man von Zeit zu Zeit einfach machen. Ne? Du siehst, der pH-Wert geht runter und wir wissen ja, Monsteras lieben doch eher einen neutralen Bereich, also bei 7. Und hier sind wir schon viel zu weit runter tatsächlich. Gut, der Pflanze hat es jetzt in dem Sinne nicht geschadet, aber es ist eben so, wie es ist, wie die Monsteras das halt so machen. Ne? So, was haben wir denn am Mikrosiemens-Wert? Erstmal einschalten, würde ich sagen. Wir sind hier bei knapp bei 400. Kannst du das sehen, so ungefähr, ne? Bei 400, ja, siehst du das? So kannst du es, glaube ich, sehen, ne? Bei knapp 450, sagen wir mal. Also, da ist sie gut versorgt, aber pH-Wert ist zu niedrig. Wir wissen, wir können jetzt einen Schluck Leitungswasser dazugeben, ne? Und dann geht der pH-Wert wieder hoch. Machen wir aber nicht. Wir wechseln auch hier komplett das Wasser. Weil es ist besser, wenn die Pflanze mit frischen Nährstoffen versorgt wird. Ja, so ist das alle, ne? So, ich habe das Schätzchen mal mitgenommen hier. Das Wasser kommt jetzt, wie gesagt, raus. Und wir befüllen das Ganze jetzt mit was? Nein, nicht mit Osmosewasser, auf keinen Fall. Sondern tatsächlich die 600er Variante, von der ich jetzt leider nicht mehr genug habe. Ich gieße schon mal das rein, was ich habe. Den Rest mache ich jetzt gleich dann. Warum darf ich jetzt hier schon so viel reingießen? A, ist ein Starkzehrer, das wissen wir schon. In der Regel kannst du sagen, Wasser ungefähr die Hälfte der normalen Menge in dem Sinne. Ne? Und hier geht es nicht mehr um das Wurzelwachstum, lol, sondern es geht darum, um das Blatt ordentlich zu versorgen. Ne? Weil wir haben ja schon ganz viele Wurzeln. So, ich stelle ihn mal wieder zurück und dann fülle ich den Rest gleich sofort hinterher, sobald ich die Kamera aus habe hier, meine Lieben. So, weiß Bescheid, winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, okay, dann haben wir so einiges mitnehmen können heute. Ach, es gibt noch eine ganze Menge, aber nicht alles auf einmal. Denn wir wollen ja jeden Tag ein bisschen gucken, ne? Okay, so, siehst du wohl. Haben wir das geschafft. Und dann geht es gleich erstmal nach draußen. Es ist wieder muckelig warm geworden. Erstmal Pflanzen draußen gießen. Und ja, dann ist der Tag in dem Sinne soweit okay. Dann habe ich nämlich hier drin auch schon alles versorgt. Und dann bin ich glücklich, die Pflanzen sind glücklich. Und dann sind wir alle zufrieden. Ja, so, da kann man auch besser abschalten, wenn alles versorgt ist. Ne? Und deswegen kommt die Monstera Constellation jetzt noch gleich dran, damit wir sie gut versorgen können. Damit sie gut versorgt ist. Lol. Okay.